Ja, hallo, willkommen zurück zu unserer Italy-Campaign. Weiß gar nicht, waren wir letztens aufgehört? Da unten irgendwo, ne? Genau, wir waren noch die Küste am Hochlaufen. Wo die immer noch nacheinander laufen. Das muss endlich mal aufhören, weil die müssen immer zusammen in den Lauf kriegen, die Jungs. Mehr Kampfkraft und so. Mir den so komisch angezeigt. Müsste aber eigentlich klappen. Da laufen wir einfach die ganze Küste ab und dann ja mal durch und fertig. Und der Krieg ist bald bestimmt vorbei. Madrid muss noch fallen und vielleicht laufen wir gleich mal nach oben. Aber ich denke, dass das funktionieren sollte, ohne dass wir da viel machen. Das brauchen wir immer noch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und da machen wir lieber gleich einen neuen General, so einen Politiker vergeben. Ja, wir könnten die Luftwaffe inzwischen ausmachen. Haben 100 Punkte für die Luftwaffe diesmal gesammelt. Obwohl noch ist was Targets da. Das machen wir nochmal weiter. Ja, also Airfight. Ich vermute mal, dass da auch Russen sind. Ja, wir haben jetzt 6 wurden abgeschossen, 10 sind abgestürzt und 5 haben wir abgeknallt. Man sieht man, glaube ich, nicht, wie viele Gegner. Also hier steht ja Excellent Losses, aber ich weiß nicht, ob die wirklich von den Gegnern anzeigen. Die Mexican Junta erklärt War on Mexico. Wer? Was? Wie? Was? Was? Da gibt es einen Bürgerkrieg in Mexiko. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wo wir gerade dabei sind bei der Entwicklung. Alf Lendorn. Who the hell? Build the Pentagon. Ich kenne mich mit den Trees nicht so auswendig aus. Aber War Department, Build the Pentagon, Planning Speed. Weiß nicht, ob das viel Sinn macht, was er da macht. Und wer ist dieser Präsident? Den kenne ich gar nicht. Wie kriegt man den denn? Haben sie den irgendwie gewählt? Gab es da ein Ereignis für? Ich weiß, immer noch demokratisch, aber mir kommt es trotzdem komisch vor. Sehr komisch. Wir müssen auf jeden Fall auch mal gleich gucken, wie sich die Lage hier mit England entwickelt. What the hell? Die Faschisten haben schon 50%. Das letzte Mal, ich da reingeguckt habe, waren die noch nicht faschistisch. Da war das 10% oder so. Und dann bam, die sind ja auf jeden Fall jetzt faschistisch. Das heißt, die sind zwar noch die Alliierten, sind aber faschistisch. Was aber nicht ganz so schlimm ist, weil tatsächlich aus irgendeinem kranken Grund die Franzosen von vornherein schon gesagt haben, dass die mit der Tschechoslowakei zusammengehen. Das ist aber auch eher kommunistisch angehaucht als faschist, als demokratisch angehaucht. Und der Russe, der kann aber nicht mit denen in eine Fraktion gehen, weil die ihre eigenen Entente aufgemacht haben, ja. So ist zumindest keine, also die können diese kommunistische, keine Ahnung, was sie da machen, kommunistisch ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, so wie das im Moment aussieht, ist Europa. Es gibt keine Allianz. Ich meine, so schlimm wäre das jetzt eh nicht, selbst wenn die Alliierten hätten, ne? Weil die, also England wäre schon gut für den Amerikaner gewesen, aber sonst den Boden würde mir eh platt laufen. Für uns als Faschist ist das natürlich super, weil erstmals diese britische Flotte ist jetzt nicht mehr in der amerikanischen Flotte zusammen, ja? Also die demokratisch bleiben zumindest nicht. Und dann ist die andere Geschichte natürlich, dass die eventuell sogar ins deutsche Team reinkommen, sodass wir die absolute Seeherrschaft haben, ist natürlich die Frage, wie der Amerikaner sich jetzt verhält. Das kann durchaus sein, ich habe mal noch nie die amerikanische Flotte gegen die britische gestackt, ja. Aber ich glaube, dass wir trotzdem die bessere Flotte hätten. Die Frage ist ja, was der Japaner vielleicht noch dabei macht. Also die entwickeln sich komische Sachen. Das ist der Einzige, der einigermaßen normal ist, ja. Der versucht hier irgendwelche Vorfälle zu generieren, damit er gegen China Krieg führen kann. Ja, interessante Runde bisher. Also, dass der Engländer faschistisch geworden ist, das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte für uns. Aber wir müssen natürlich trotzdem die Ressourcen irgendwie bekommen, ne? Sonst müssen wir die jetzt einhandeln. Also Frankreich zerhacken natürlich. Eventuell könnten wir dann überlegen, den Sensenplan zu ändern. Und hier vorne, genau, hier das Kautschuk. Wie ist halt die Frage, wie man da am besten rankommt, ne? Ich weiß gar nicht mehr bei den Friedensverhandlungen. Man muss es, glaube ich, nicht kontrollieren. Also ich in Frankreich und erobere, habe ich auch die Gelegenheit, hier unten mir Sektoren zu nehmen von den Franzosen. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Das würde das Ölproblem aber nicht lösen. Ich muss mal gleich mal gucken, ob Indien was dagegen hat, dass das Mutterland faschistisch geworden ist. Ja, aber Öl wird ein Problem. Ob ich allein Rumänien bekomme in den Ölvorräten, die haben da 70, weiß ich nicht. Ist die Frage hier unten. Normalerweise sind ja diese Geschichten, verbünden die sich ja mehr oder weniger mit den Alliierten. Und tatsächlich könnten wir das Öl hier vorne her bekommen und das Kautschuk eben von den Franzosen in Indochina. Also Vietnam da, was das da ist bald. Das heißt aber auch, dass wir entsprechend gut bei den Kriegen im Vergleich zu den anderen abschließen müssen, ne? Ja, ein faschistischer da oben. Die Frage ist halt, was der halt macht, ne? Ob der seine eigene Britische Union oder Faschist.
Das sind ja die Alliierten, also er kann ja nie mit den Deutschen zusammen. Er löst seine Fraktion auf, was eigentlich, glaube ich, geht als Fraktionsführer. Aber der darf ja keinen anderen in der Fraktion drinnen haben. Ich würde aber einfach mal vermuten, dass die nie zusammengehen. Es sind einfach nur zwei Faschisten, die miteinander konkurrieren. Also kann es immer noch ohne Probleme Krieg geben. Ne? Die Frage ist halt nur, wenn Japan auch Faschist ist, aber sich den Briten anschließen, dann haben die eine mächtige Flotte. Ne? Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich. Da wird noch eine witzige Runde, ich sehe das schon kommen. Oder halt Spanien, da kann ja dann auch zu den Engländern jetzt zum Beispiel. Weil die halt ja, ne, sind ja auch Faschisten im Kern, wenn wir hier fertig sind. Auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, bis sie das annehmen wollen. Ja, und wir müssen immer noch Jugoslawien gucken, wenn das mit der Ölgeschichte fertig ist. Demokratisch. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also schöne Situationen ergeben sich hier. Schöne, schöne Sachen. So, jetzt haben wir noch diese Raffinerien hier vorne. Das ist, glaube ich, besser als die Infrastruktur. Und dann machen wir Jugoslawien. So, der Krieg läuft immer noch so ein bisschen. Luftarmada läuft. Ja, wie gesagt, also die britische Flotte ist natürlich immer noch ein Gegner für uns potenziell, ne? Weil wir sind in der anderen Fraktion der Faschisten. Man könnte natürlich jetzt auch sich gegen Deutschland stemmen und gucken, dass ich da rausgehe und dann mit den Briten zusammengehe, dass das Flottenproblem gelöst ist. Aber tatsächlich, mit ein bisschen Glück haben wir immer noch Krieg gegen den Briten. Aber der Briten hat dann auch einen Krieg gegen die USA, so dass sie ihre Flotten gegenseitig aufreiben. Ich gucke erstmal, wie sich Japan und die USA weiterentwickeln, bevor ich noch irgendwelche Entscheidungen treffe. Ich kann immer noch aus der Fraktion raus, ne? Aber der Brite kann jetzt, glaube ich, wenn der Faschist ist, dieses Treaty auch cheaten. Dann kriegt er dieses Ereignis, ne? Also hier, was in diesem Fokusding drin ist, dann kann er bessere Schiffe bauen, obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich gravierend großen Einfluss hat. Vor allem, wenn ihr das ungemoddet spielt, das bessere Schlachtschiff bauen, das dauert dann gefühlt irgendwie 5 Jahre, bis Spielende hat. Ne? Also das ist halt albern. Das mit den 5 Dockyards-Limit für Schlachtschiffe und, ne, für Capital Ships generell, das ist sehr, sehr schlecht Design. Eigentlich müsste man das immer mit Mod spielen, dass man halt alle Dockyards dafür benutzen kann, oder zumindest 20 oder sowas. Wenn man ein Schiff bauen will, dann will man das halt auch noch am Spiel teilnehmen lassen, ne? So, die Heavy Artillery ist fertig. Sehr gut. Genau. Ich würde das jetzt erstmal hier belassen. Und hier gibt es eine Menge Baustellen, wo wir, glaube ich, sehr stark zurückhinken. Hey, da können wir nichts machen erstmal. Ja, erstmal die Handfeuerwaffen ein bisschen besser. Aber wir können jetzt trotzdem anfangen, das ein bisschen einzuhandeln und die Panzerhaubitze zu bauen. Artilleriegeschütze. Wie viel haben wir denn jetzt im Lager? 300 haben wir im Lager. 24 machen sie pro Woche. Was bräuchte denn eine normale Infanteriedivision, wenn wir die irgendwann mal umbauen? Also das sollte immer Standard sein. Das sind 12 Geschütze. Ja, dann ist das Lager wahrscheinlich leer danach. Also das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Ein Standardgeschütz definitiv. Aber ansonsten können wir. Also es wird schon mal schon ganz viel kosten, vor allem weil wir noch hier ein paar Sachen bauen wollen. Glaube, da können wir noch nicht so viel umstellen. Aber ich würde trotzdem schon ganz gerne anfangen, die Panzer zu machen. Das wäre für die Pioniere. Das hat Zeit, das können wir auch nachträglich machen, obwohl das schon irgendwann mal in Angriff genommen werden sollte. Wir können ja mal die neuen Fabriken hier was bauen. Können wir das machen lassen? Was mit den Handfeuerwaffen? Wie weit sind wir da ungefähr? Fast 10.000 drin. Ja, 500 pro Woche. Also, wir wissen, wenn der Krieg losgeht, dass das auf jeden Fall mit der ganzen Armee massiv mehr verbraucht werden würde. Also, das ist eigentlich nicht zu viel, was wir da herstellen, glaube ich. Das würde ich auch ganz gerne erstmal so lassen. Ich würde jetzt einfach ganz gerne nochmal, gleich müssen wir noch neue Flugzeuge bauen, auf jeden Fall die Panzerartillerie dabei packen, dass wir ein bisschen was bauen. Dass wir das zumindest langsam mal anschmeißen. Obwohl, hier müssen wir immer noch Jugoslawien machen, bevor das Sinn macht, ne? Dann zeigt das jetzt nicht an, aber Chrom haben wir ja jetzt schon minus 5. Auch Stahl fehlt ein bisschen für die Bötchen. Wir können das halt nicht machen. Also wir müssen, glaube ich, erst Jugoslawien machen, bevor wir hier das anschmeißen, glaube ich, sinnvoll. Go, einfach da oben rein. Ich bin mal gespannt, wie die Kriege sich noch entwickeln werden. Also das wird wahrscheinlich Faschist gegen Faschisten dann nachher werden.
Aber es ist ja trotzdem gerne gesehen. Ja, aber wir müssen euch gucken, wo wir bleiben. Also Jugoslawien und Rumänien wäre halt geil. Ne? Wegen den Ressourcen, vor allem in Rumänien. Das wäre schon mal jetzt so ein bisschen meine Baustelle. Ja, den nächsten Advisor vergeben. Prince of Terror, Backstabber. Construction. Radar wäre natürlich auch wichtig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Tratar so teuer ist, dass sich das lohnen würde für uns. Eigentlich sonst nichts dabei hier vorne. Also nichts, was ich unbedingt bräuchte. Wir brauchen den Radar, um unsere Luftwaffe ordentlich nochmal zu buffen. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier freischalten müssen dafür. Ja, also bevor das Flugzeug fertig ist, muss man, glaube ich, die Techs fertig machen, damit man den Bonus noch kriegt. Und da macht es durchaus Sinn, das jetzt noch schnell zu vergeben. Fighter Agility 10%. Das ist, glaube ich, der einzige, der Sinn machen würde. Ja. Dann machen wir den hier. Research dann auch noch mal schneller. Hätte man noch ein bisschen früher wahrscheinlich machen müssen. Aber in jedem Fall haben die Fighter jetzt 15% mehr Agility. Und wir geben noch mehr Agility mit den 118 Punkten, die wir gesammelt haben. Also wir werden eine ganz ordentliche Fighter-Truppe aufbauen. Also wir werden nie so viele Flugzeuge wie andere bekommen. Ne? Wir werden nur immer die besten haben. Mehr geht da leider nicht. Ja, das ist aber auch gleich vorbei. Wir brauchen noch hier das Supportzeugs irgendwann mal, aber ja. Erstmal Fabriken. Die neu gebauten Fabriken gehen alle da rein, definitiv. Fünf. Wir müssen echt um die Ressourcen ein bisschen kümmern. Sie brauchen den Krieg gegen Frankreich auch wegen dem Stahl, ne? Das wäre nicht unwichtig. So, jeder hat jetzt seine Artillerie bekommen, natürlich dann auch zu wenig. Obwohl ich glaube, dass da auch New Deployment zu 100% drin ist. Also jeder, der auf dem Feld ist, hat seine Artillerie. Und das ist schon mal eine ordentliche Geschichte. Was fehlt dir denn? Du siehst so angeschlagen aus. Der sieht so aus, als ob dem Gerät fehlen würde. Die haben doch gesagt, dass nur die Deployten die Artillerie fehlt. Ach, das Support Equipment, genau, das müssen wir noch nachbauen. Das ist wieder von den Pionieren, ne? Also ich habe doch die ganze Zeit vergessen, die trainieren zu lassen. Ich Experte. Ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. So, Kampf ist gleich vorbei hier. Dup, dup. Ja. Wir müssen ja gucken, wann wer gegen wen Krieg fingiert. Ne? Das dürfen wir irgendwie nicht aus dem Auge verlieren. Dass wir uns da schnell drauf vorbereiten. Ich glaube übrigens, diese Produktionslizenz, dass die pro Tech-Level-Unterschied, den ihr habt, 20% teurer ist, das zu produzieren, weswegen das meist nicht lohnt anzuklicken. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also Indien und Co., also das ganze Commonwealth ist jetzt faschistisch. Ist das so? Unabhängig. Kreuzer bauen die. Fort, okay. Ich weiß halt nicht, wo die Reise hingeht. Da ist ein Faschist, hier ist ein Kommunist. Obwohl die noch demokratisch sind, die werden noch zum Kommunist. Aber dann sind die ja trotzdem die Entente, oder? Also ich weiß gar nicht, ob das irgendwas dran ändert. Ganz klar, das waren die Aliens. Und zumindest der Kommunist ist Kommunist. Eine Sache, die nicht crazy läuft. So, Krieg ist gleich vorbei, ne? Madrid fällt. Wie weit sind wir hier vorne? Der hatte was bekommen. Ach so, genau. Ich habe das nochmal hier mit Malomo eben diskutiert. Der meint, dieser Adaptable-Zeugs, dass er da keinen Plus-Bonus kriegt. Also, wenn ich zum Beispiel einen Mountaineer habe, in den Mountains, also ich habe die Gebirgsjäger und dann den Mountaineer-Bonus drauf, obwohl das ja eh, also ich glaube, das eh, ich weiß nicht, da steht jetzt Mountain drauf, das nur für Mountain gilt, vermute ich auch. Das heißt also, dass ich da vielleicht mit diesem Bonus schon gar keine Nachteile habe, dann kriege ich aber auch keinen Vorteil danach. Ne? So ist das, glaube ich, zu verstehen, meinte er. Jetzt muss ich aber noch checken, ob das wirklich so ist. Also, wenn wir das nächste Mal Gebirge campen und diesen Bonus haben, dann gucke ich mir das nochmal genau an.
Ich schalte ihn auf jeden Fall mal frei, weil der Kommandeur ist ja nicht nur für die Mussolinis da. Das sind ja vielleicht nachher 4, 5 Divisionen. Die anderen 20 haben den Bonus ja nicht, wenn sie im Gebirge kämpfen. Und die kämpfen ja auch in anderen Gebieten, wie beim Fluss, wie hier zum Beispiel und sowas. Das wird sich schon immer lohnen. Aber die Frage ist halt trotzdem, wie das berechnet wird, das Ganze, ne? Die haben Gebirgsjäger, die keinen Gebirgsjägerbonus kriegen hier. Ist ja interessant, ne? Das ist ja ein Gebirgsjäger von denen und die haben keinen Gebirgsjägerbonus. Meine sind leider eine Reserve. Ich würde mir das gerne anschauen. Gogo, geh mal in die Front, Jungs. Ich will das sehen. So, jetzt gucken wir mal. Hä? Sind ich gerade da reingehüpft? Ach nee, ein anderer war das. Lass mal meine Jungs an die Front. Die wollen auch kämpfen. Drei-Attack. Da sieht es aus, als ob der Angriff was länger dauern würde. Genau. Ich habe jetzt auch Terrain 30%. Wo man bei Terrain nicht immer weiß, das kann ja auch die Stadt sein, ne? Dass die, genau, die Stadt macht die 30%. Ich dachte, da wäre noch ein Berg drunter oder so, aber das geht ja gar nicht. Na gut. Ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, dass wir hier erstmal breiter machen und dann nochmal eine Flanke aufbauen gegen den. Okay, jetzt haben wir hier vorne Decision Available. Aber die sind ja eigentlich alle Schrott, also das mit dem Bötchen, wie gesagt, wir können ja eh nichts umbauen. Australien will sich lösen vom Commonwealth, den zu faschistisch. So, die Japaner überlegen, in reinzukommen. Dann garantieren sich alle gegenseitig. Was ja tatsächlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt wäre, ne? Sonst könnte uns der Japaner theoretisch auch angreifen. Und das wäre sicher unwitzig, wenn ich in Übersee dann Kolonien über dem habe. Das ist, glaube ich, besser, wenn wir das so machen. Ja, Madrid ist echt sehr hart, aber die greifen auch systematisch von den falschen Seiten an, ne? Bis auf eine. Hillfighter 44. So, jetzt haben wir das ein bisschen breiter gemacht, die Geschichte. Jetzt haben wir das hier ganz breit. Man kriegt dann, glaube ich, noch so einen Umzinglungsbonus. Und ja, dann wird das halt sehr einfach nachher, ne? Sturmangriff. Ich glaube, ihr hättet mit diesen Kärtchen viel mehr machen können. Ihr hättet nur so eine kleine Animation dazu machen können, damit das ein bisschen plastischer noch ist. Und wenn man dann noch zwei, drei Knöpfe dazu klicken könnte, dann wäre ich super traumhaft glücklich gewesen. Ist so auch okay, aber eine kleine Animation, damals die Master of Orion in den 90er Jahren, das wäre, glaube ich, nicht zu viel erwartet gewesen von so einer reichen Firma wie Paradox. So, und jetzt sind die halt hier umzingelt. Das ist dann die 30% Abzug, dann haben wir das. Und dann ist der Bürgerkrieg, glaube ich, auch vorbei jeden Moment. Und Hillfighter ist zur Hälfte fertig. Ah, Bohrmaschine. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja gleich diese synthetischen Fabriken. So, wenn ich das jetzt mache, dann werden die aber nicht besser. Die werden nur besser hier unten, ne? Aber dafür lohnt sich das ja gar nicht zu tacken, hätte ich gesagt. Fuel Gain. Ja, nett wäre das schon, aber ich glaube, wir haben sehr viele Baustellen. Conversion Speed. Das sieht übrigens noch viel aus, aber wenig. Das lohnt sich eigentlich auch nicht. Ich glaube, dass wir hier einfach weitermachen. Die sind immer noch da. Nee. Habe ich jetzt 1900 bekommen? Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, für die, die den Krieg gewonnen hatten. So, der Bürgerkrieg ist vorbei. Wir sind auch mit der Raffinerie rechtzeitig fertig geworden. Und ich denke, also ja, wir brauchen halt, also Jugoslawien ist mindestens genauso wichtig, wie wahrscheinlich auch die Naval Bomber zu holen. Diesen Naval Bomber Effort hier. Aber ja, Australien. Jugoslawien ist, glaube ich, wichtiger erstmal. Wie geht denn das? Claims, das ist einfach das nächste hier, oder? Faschismus ist nicht mehr so populär dann. Das ist eine traurige Geschichte. Nee, ich glaube, das machen wir einfach hier vorne. Gain Claim, World Tension increased. Ja, dann gehen wir da runter. Das sind dann 140 Tage. Dann bringen wir jetzt die Armee auch schon in Stellung und laden das dann alles auf, wenn die jetzt gleich zurück sind. Jemand mal eine Luftwaffe gesehen? Hat er die alle zurückgebracht?
Oh, der hat hier schön sein Sternchen und alles. Sehr gut. Okay, also mal gleich dann hier rechts den Einfall machen. Bring jetzt mal alle dahin und sortieren wir die neu. Wir warten noch gleich, bis die falschen Megawatt zurück sind. So, unser neues Flugzeug ist ebenfalls fertig. Keine Sekunde zu früh. Ich muss übrigens mal ganz kurz, die machen immer keine Pause. Pause Notifications, ne? Das macht, glaube ich, Sinn. Ich klicke da auf Pause, das kann man sich ersparen. Okay, das Flugzeug ist jetzt auch fertig. Das ist alles Schrott leider. Ja, und dann müssen wir eigentlich die Air-Doktrin so ein bisschen besser machen hier. Fighter Detection, Airwing Mission Experience Gain. Ich weiß gar nicht, ob man auch eins von den dreien mehr für die Fighter bekommt. Ich glaube, das hat sie aber nicht so viel getan. Ace Generation. Ja, wir machen eh nicht so viel. Also die Aces, die reichen wahrscheinlich, die wir haben. Also Lufthoheit ist ein ganz wichtiger Aspekt für die Bodentruppen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir so viel Lufthoheit etablieren können. Weil die Sachen, die sind zwar alle ganz nett, aber aufgrund der kleinen Luftwaffe, die wir haben werden, bin ich nicht ganz sicher, ob es sich hier lohnt, in Masse daran vorzugehen. Also ich mache auf hier, wobei hier oben Interception Detection. Ja, ich glaube, wir machen hier vorne das auf jeden Fall Fighter Detection und mehr Airwing Experience. Ich glaube, mehr lässt sich da auch nicht machen. Da machen wir nochmal eine Stufe. Vielleicht gehen wir später noch weiter. Wir machen erstmal die eine hier vorne. Und jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die neuen Flugzeuge. Weil wir haben jetzt diesen neuen Fighter hier oben, ne, verbessert mit allem. Die Saeta. Saeta, so heißt das vielleicht. Mal gucken. Und die würden wir natürlich dann hier die Agility geben, dass sie halt hardcore abgeht. Das Schöne ist halt, dass die Reliability auch nicht runtergeht dann, ne? Bringen wir doch sogar noch einen hoch, weil die jetzt schon zu viel abstürzen für meinen Geschmack. Und wenn die wirklich in Afrika einsetzen, wird das eher schlimmer als besser. Aber 130 Punkte, ne? Drei Engine mehr und eine Reliability. Ich glaube, dass das halt Ewigkeiten dauert, bis wer immer der Feind irgendwann wird, damit klarkommen, ne? Also der Speed und die Agility, also der Speed-Unterschied wird auch in Agility nochmal umgewandelt. Ich glaube, dass die unglaublich tanky sein wird im Luftraum. Das wird, glaube ich, ein ganz hervorragendes Flugzeug. So, die 1 Series, ne, so heißt das Ding ja dann wohl. Nochmal checken. Ja, ist richtig. Also, es ist ein traumhaftes Flugzeug. In seiner Zeit voraus. Und da müssen wir aber wahrscheinlich jetzt auch für einhandeln gehen. Das müssen wir schon regelmäßig herstellen, das Ding. Ja, ein bisschen Kautschuk muss man da leider holen. Wovon sprechen wir hier im Moment? Lack of Ressourcen, 1%. Ich lasse es mal anlaufen eine Zeit lang, bis das schlimmer wird, aber für 1% durch keine Fabrik opfern, ne? Das wäre, glaube ich, albern. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis sie zurückkommen. Ja, die nächste Geschichte wäre dann, wenn wir hier wissen, dass gleich der Krieg ist, warum haben die denn Panzer da stehen? Das wird ein bisschen schwierig dann. Wie groß ist denn so eine Infanterie von uns hier standardmäßig? Gefechtsbreite 12, ne? Das ist halt super, super winzig. Also wenn die Standard-Infanterie vielleicht auch mal vergrößern, der Schrott kann weg. Also 12 ist halt ein bisschen klein, muss man echt so sagen. Ja, noch einen Infanteristen und dann zweimal Artillerie. Wenn wir genau auf 20 Gefechtsbreite, schön standardisiert. Und dann haben wir auch zu wenig Artillerie natürlich. Ja, die haben eigentlich genug Erfahrung. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr Gerät sparen. Außerdem müssen wir gleich nochmal die Truppe ein bisschen umbauen mit dem General, wenn der kommt. Ja, wir müssen die umbauen. Sobald die gleich da sind, bauen wir da ein bisschen dran und dann läuft das hoffentlich. Flotte. Aufgrund des Treibstoffs können wir die, glaube ich, nicht einsetzen, die Flotte sinnvoll. Kann man die nicht mit einer Taste ausmachen, die ganze Wehrmission? Ah, nee. Das wäre Training. Ja, wobei ein paar von denen können schon trainieren. Welcher Knopf ist denn da noch an? Einer scheint da unten noch einen Einsatz fliegen zu wollen. Also wenn, fliegen wir den auf jeden Fall hier rechts. Aber wir trainieren jetzt hier vorne vor Ort. Aber nicht jeder. Du hast jetzt zum Beispiel schon volle Erfahrung. Darüber trainieren die, glaube ich, nicht hinaus. Ja, den Rest, den können wir gerne trainieren lassen. Vor allem die alten Flugzeuge.
Fighter, wobei die Fighter, na gut, die macht ihr einfach beide auf 200. Einmal zwei 200er irgendwann. Das ist ja nicht zu viel. Das sind unsere taktischen, die bleiben auf 200. Die sind alle auf 200 eingestellt. Warte, Naval Bomber plus Air Support. Wir müssen halt auch irgendwann anfangen zu bauen, ne? Keine Frage. Ich weiß, der Flugplatz reicht ja nicht ganz für, wir haben eh nicht genug Maschinen. Ich würde jetzt einfach die Naval Bomber vielleicht hier vorne zurückbringen, dann ist da ein bisschen Platz. Den Rest können wir da gerne lassen, dann reicht ja trotzdem der Flugplatz. So, nee, auch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, ist die Frage, ob die Naval Treaty haben sie abandoned. Ich bringe jetzt mal die Flotte rüber auf die andere Seite. Meinetwegen hier. Wenn die, nicht, dass sie gleich hier rüberfahren mit einem Truppen alles erobern, ne? Dass es ein bisschen sicherer ist. Ja, in Afrika haben wir noch nichts. Da müssen wir aufpassen, dass da keiner landen will. Also hier unten haben wir natürlich was stehen. Ursprünglich war das ja auch ein bisschen anders geplant, das Ganze. Naja. Ja, das sind aber alles die kleinen Truppen, man sieht ja wirklich winzig, ne? Genau. Und die haben auch keine richtigen Waffen und nix. Das tut nicht weh, wenn die da stehen. Die Helden der Nation sind zurück. Mit dem richtigen Kommandeur. Okay, so, jetzt gucken wir mal hier vorne. Du kommst da rein. Du und du und du. So, die sind auf jeden Fall schon mal da drin, die Jungs. Und die sollen ihre eigene Front hier vorne bilden. Die eine können wir dann jetzt hier löschen. So, und dann können eigentlich alle Truppen, die hier stehen, zusätzlich noch da reingehen. Genau, und die nehmen wir dann eben für die, für den Angriff, wenn wir da reingehen. Das kannst du im Battleplan aufladen. Und die Truppe ist auf der linken Seite. Genau, der fährt jetzt rüber. Und dann ist die Sache sortiert. Links, rechts, ne? Und die brauchen trotzdem die besseren Waffen da oben, weil die halt den Kampf zuerst führen. 18 Divisionen ist jetzt nicht unbedingt overboard, ne? Aber so stark ist das hier auch nicht aufgestellt, dass ich sagen würde, ich würde ganz gerne den Franzosen die Grenze überlassen. Also da dürfte ich auch nicht weniger hinstellen. Man weiß ja nicht, was die Leute hier machen. Wir brauchen einfach viel mehr Truppen. Die werden dann nur nicht aufgestellt hier, die Truppen, weil die kein Support-Equipment haben. Das ist der Grund, warum die nicht fertig bauen. Das ist eigentlich relativ egal. Also ich könnte jetzt schon aufbauen und dann verteilen in der Grenze. Hat aber jetzt auch keine super Eile. Muss man nachträglich trainieren lassen. Das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Aber wir müssen trotzdem irgendwann mal Support-Equipment herstellen. Und die Artillerie natürlich auch. Hier fehlt Support-Equipment und Artillerie, ne? Das sind natürlich zwei Baustellen, wo wir schon dran arbeiten müssen. Aber jetzt, wo die Fighter halt herstellen, dauert das ein bisschen länger dran zu arbeiten. Ja, Lack auf Ressourcen, 1%. Obwohl, warte mal gerade, Efficiency Gain Speed ist das, ne? Das ist schon schlimm, wenn das um 1% da ist, weil der Base Gain ist jetzt nur ein Zehntel so hoch, wie er sein könnte, Pi mal Daumen. Also das ist tatsächlich nicht so unbedeutend, wie ich gerade gedacht habe. Ne, da müssen wir einer einhandeln. Mining auch von denen da. Genau, machen wir mal eine rein. Das ist nicht unwichtig, das Zeug dann. Und den Rest können wir aber, glaube ich, noch, ups, können wir noch ignorieren, ne? Genau. Ja, mit der Artillerie, das ist natürlich auch so ein Ding. Habe ich das eben auch hier falsch gelesen? Daily Base Gain, Lack auf Ressourcen. Ja, genau. Aber was heißt denn das dann? Lese ich das richtig? Weil der Efficiency Gain Speed ist ja das Wachstum der Effizienz, ne? Und wenn ich jetzt hier Lack auf Ressourcen, der 15% langsamer wächst, aber der schon auf Maximum ist, dann kann ich ohne Ressourcen das herstellen. Das kann nicht richtig sein. Das muss auch da oben irgendwo auftauchen nachher. Also wenn das irgendwann bei diesen 40,04% erreicht ist, dann würde ja Effizienz Gain keine Bedeutung mehr haben und damit Lack of Resources keine Bedeutung haben. Aber das wäre ja kompletter Blödsinn, würde keinen Sinn machen, ne? Sieht im Moment genauso aus, als ob es in die Richtung gehen würde. Ich muss mir das nochmal in Ruhe anschauen. Ja, muss ich mal anschauen. Ist so sicher nicht, kann nicht so nicht sein. Das würde, der Paradox macht ja keine dummen Dinge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Muss man auf jeden Fall nochmal in Ruhe anschauen. So, Luftwaffe ist am Trainieren. Schiffe ist bereit, die Flotte. Ja, viel lässt sich jetzt erstmal nicht machen. Der ist noch 3 Tage unterwegs, sagt er. Ist halt schon ein bisschen
problematisch, wenn da Panzer stehen, aber das Gelände ist dafür nicht gut und die machen auch nicht viel Schaden, die sind halt nur beefy. Ich glaube, dass wir die kaputt kriegen mit der Zeit, dass die Lagerbestände leer machen, gerade in diesem unwirksamen Gelände. Die werden eigentlich uns zuerst angreifen. Es sind immer noch Hills hier und Mountains, also müsste eigentlich locker funktionieren. Die werden da nicht durchbrechen. Ja, die trainieren noch fleißig. Die haben kein Training, kein Training, Training, Training. Ja, ist alles richtig eingestellt. 30% World Tension. Ist nur die Frage, wer als nächstes was macht. Also ich gehe auf jeden Fall nach Jugoslawien. Und die scheinen ja auch schwer auf sich alleine gestellt zu sein. Und dann eben hoffentlich irgendwann Rumänien, je nachdem, was sie da anstellen. Und dann haben wir auch das Öl. Deutsche Flotte. Bei Kiel, da unten sind noch ein paar. Ich weiß nicht, der Deutsche, der scheint nicht wirklich am Aufrüsten zu sein, oder? Wir sind ja August 37, auf Elite-Schwierigkeitsgrad, ne? Und da würde man ja vermuten, dass die deutsche Armee doch schon um einiges größer aussieht. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass die polnische Armee den über den Haufen laufen könnte. Synthetisches Rubber. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was der Deutsche da macht. Vielleicht hätte ich mich doch lieber mit den Briten zusammentun sollen. Und der Inder, der schraubt schwer an seiner Flotte. Was tatsächlich für uns ein kleines Problem ist, weil wir da mehr Schiffe dahin schicken müssen. Das kostet mehr Treibstoff. Ist kein Riesenproblem wahrscheinlich. Ja, also in Summe ist es aber auf jeden Fall trotzdem dumm, dass er das macht. Aber besser, als wenn er die Waffen verbessert. Die von den, ne, Bodentruppen. Wir müssen jetzt auch mal nachher gucken, wie das ist mit den Schiffsveränderungen. Ne? Ich will ja immer noch die leichten Kreuzer zu schweren Kreuzern umbauen. Da brauchen wir halt Navy Experience. Da müssen wir gleich mal im Focus Tree vielleicht schauen. Oder wir lassen die Navy jetzt wirklich mal trainieren. Die haben doch, ich vergesse immer, dass sie so einen Trainierknopf haben. Genau. Auch wenn das jetzt massiv. Oh, das kostet richtig Treibstoff. Ja, die saugen das dann richtig da raus. Daily. Aber in 10 Tagen hätte ich 5 Punkte. Die Frage ist halt, wie viel bräuchte ich, um die Kreuzer umzubauen? Keine Ahnung, welche Kreuzer ist denn das nochmal? Ich brauche nur ein modernes Kreuzermodell, oder? Ist ja im Grunde genommen auch egal, welcher Kreuzer das ist. Nein! Verklickt. Also wenn ich irgendeinen Kreuzer nehme, da muss auf jeden Fall. Oh, wir haben Panzerplatte 2 schon. 8. Ja, 8 muss drin sein, oder? Sonst würde halt der Light Piercing, würde den halt auch penetrieren. Also ein leichter Kreuzer würde durch den schweren durchkommen. Das heißt, wir bräuchten diese Platte hier für 6. Leichter Turm. Flachs könnte man fast ausbauen. Ich denke halt, dass die Flachs tatsächlich ziemlich wertbefreit sind im Spiel bei den Schiffen, aufgrund wie die Mechaniken funktionieren. Wenn man dafür was an Sinnvolles einbauen kann, solche Medium-Batterie, ist das massiv besser. Weil wenn ihr von 1000 Flugzeugen irgendwie 10 abknallt, hat das gar keine Relevanz. Aber wenn eure Schiffe 100% mehr Damage gegen andere Schiffe machen, ist das schon spielentscheidend. Ne? Also aufgrund des Flak-Designs würde ich echt überlegen, die Dinger umzubauen. Also wenn wir die umbauen, würde ich ganz gerne viel umbauen. Ja, aber ich sehe jetzt schon, das wird zu teuer. Das kriege ich nicht hin von der XP, ne? Welcher Kreuzer ist am nächsten an dem Design dran, was wir denn brauchen? 36er Hülle im Doppelpack. Early Cruiser. Der kostet zumindest am meisten, als ob da mehr drin wäre. Das ist halt schon, weil es der Heavy Cruiser ist. Ja, sonst können wir nicht einfach die leichten Cruiser direkt in den Heavy Cruiser umwandeln. Muss man das denn neu designen? Ja, der war auch die erste Panzerplatte. Also es muss auf jeden Fall die zweite Panzerplatte rein, ja? Da sehe ich halt gar keinen Schritt dran vorbei. Gar keinen. Und sonst können wir halt nicht mehr machen, ne, von der XP. Aber dann können wir zumindest alle in diesen Kreuzer umwandeln. Gut, dann spare ich auf 6 XP und versuche den Heavy Cruiser die zweite Panzerplatte zu machen. Dann wird halt die gesamte Navy
wird dann geupgradet zu diesem neuen Kreuzermodell. Jetzt habe ich ja nach dem Preis gar nicht geguckt, was das in Industriepunkten kostet. Muss gleich nochmal schauen, ob sich das lohnt, aber ich glaube, das müsste passen. Ja, immer noch das Problem, dass es massiv Industrie fehlt, aber das hat wahrscheinlich jeder zu jedem Zeitpunkt, gerade halt im Aufbau. New Zealand hat sich unabhängig gemacht. Ein Traum wäre, wenn das mit Indien passieren würde. Das wäre ja ganz oben auf meiner Hitliste. Das wäre super, super schön. So, Flugzeugproduktion ist angeschmissen. Kanada ist unabhängig. Ja, die mögen das wahrscheinlich nicht, dass die Briten faschistisch geworden sind. Indien ist unabhängig. Ole, ole. Okay, jetzt mal gucken. Das ändert natürlich ganz, ganz viele Sachen. Also Indien erobern wäre natürlich ein Traum, ne? Die haben kaum Truppen, gar keine Navy. Ich überlege halt jetzt, ich habe ja hier unten den Stützpunkt, ob ich von hier eine Landung in Indien durchführen kann. Meine Flotte bringt das auf jeden Fall hin. Und auch die Bodentruppen könnten wir die schaffen. Das wäre jetzt mal ein ganz neues Projekt. Eigentlich ist das sehr in die Breite gehen, aber die haben halt keinen Verbündeten mehr. Wir kriegen halt das ganze Kautschuk von denen, ne? Wir kriegen den ganzen Stahl, den Tungsten für die Artillerie, Stahl für die Schiffe, minimal Öl, können viel handeln, haben dann nachher noch Manpower von denen. Sind natürlich dann extrem in die Breite gegangen, ne? Klar, das ist halt da ein Reich und da ein Reich. Aber der Japaner ist ja auf unserer Seite. Wenn es einen Krieg gegen China gibt, können wir vielleicht nochmal die Front hier weiter aufmachen. Und wer weiß, wenn das mit Frankreich losgeht, haben wir einen Landweg, wo wir auch hier runter können. Und wir haben direkt eine Landverbindung hier vorne hin. Obwohl Jugoslawien eigentlich mit Rumänien trotzdem sein müsste, meiner Meinung nach. Aber das wäre natürlich dann zu viel. Ich weiß es nicht. Also es scheint mir eine einmalige Gelegenheit derzeit zu sein, Indien ins Boot zu holen. Und ein bisschen Öl haben die auch, ne? Da 4 und da 7, also 11 Öl. Für unseren Zweck reicht das sogar erstmal. Naja, das sind so ein paar Fabriken. Also hier 25 Fabriken sind das in Summe. Das ist auch nicht so, dass das nichts wäre. Kann ich eine Invasion da durchführen? Das ist halt echt die Frage, ne? Okay, sagen wir erstmal ganz kurz. Ich glaube, ich werde mir erstmal Abendbrot machen und darüber nachdenken in Ruhe. Aber warum eigentlich nicht? Also, was kriegen wir denn, wenn wir die machen? Weil wir machen, ich nur ein paar Zahlen zusammennehmen. Also, hier würden wir ungefähr dieselbe Anzahl Fabriken bekommen, wenn wir das erobern. Obwohl das Gelände hier sehr hart ist, ne? Mal jetzt nebenbei. Aber das, also Jugoslawien ist ungefähr genauso stark wie Indien. Aber in Summe kriegen wir da, glaube ich, weniger Ressourcen raus, oder? Genau. Also, die kriegen jetzt auch Ressourcen, die wir brauchen, obwohl die schon 13 Öl da oben haben. Wo kommt das denn her? Ja, gut, das sind natürlich schon geile Ressourcen, aber der Zug ist ja nicht abgefahren, ne? Der ist ja dann immer noch da. Also, das Ding ist halt, wenn ich das mit Indien später mache, also selbst wenn ich jetzt Justify War Goal mache, ne? Dann kann immer noch jemand die Unabhängigkeit dem garantieren, diesen 200 Tagen. Also das ist immer mit dem Risiko verbunden, dass man es dann umsonst macht. Ja, und wenn ich es sehr spät mache, dann wird die Wahrscheinlichkeit dafür halt höher. 200 Tage. Aber Jugoslawien und Indien würden uns zu. Also wir würden halt wahrscheinlich so um die 40 Fabriken dazu bekommen und alle Ressourcen, die wir brauchen, bekommen, die wir auch handeln können. Gerade im Early Game kann man auch noch sehr gut handeln, was auch nochmal Fabriken reinspült. Das wäre der erste Schritt zur Weltmacht, glaube ich. Ich gerade überlegen, was wir da anstellen können. Wann ist denn der Krieg gegen Claims? Genau, also das sind dann noch was, 80 Tage in Summe. Also in 90 Tagen haben wir quasi den Krieg gegen Jugoslawien. Wenn ich dann jetzt den Kriegskonfiguriere, dann habe ich 110 Tage, um Jugoslawien Platz zu machen, um mich in Position für Indien zu bringen. 110 Tage ist jetzt nicht unbedingt viel, weil Jugoslawien wirklich ein beschissenes Gelände zu kämpfen ist. Also da gibt es halt überall diese dreckigen großen Flüsse und nicht mal die kleinen, ne? Städte, Wälder, Riesengebirge.
Das ist halt wirklich sehr unangenehm, da zu kämpfen. Und die haben auch noch Panzer an der Front, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich die knacken soll. Das ist sehr ambitioniert, wenn ich jetzt sage, in 90 Tagen die und dann nach 110 weiteren Tagen komplett Indien. Auf der anderen Seite würde uns das zur Großmacht machen. Und so wie das im Moment aussieht, glaube ich halt auch nicht, dass jemand uns dazwischen funkt. Also der ist ja jetzt Faschist. Der könnte uns theoretisch in den Rücken fallen und den Krieg erklären. Deswegen, ne? Als Faschist kann er das, als Dings kann er das nicht, als Demokrat. Und die anderen Faschisten, die das auch können, mit denen sind wir ja verbündet. Der würde wahrscheinlich nicht Non-Aggression-Pakt machen, ne? Der hat strategische Reasons, uns zu mögen, plus 10 Punkte. Wo kommt denn, ach, Basolactance ist minus 20. Ja, wenn er uns den Krieg erklärt, dass nicht so, dass es eine Riesenbedrohung wäre, dann immer noch gute Sachen zu erobern. Aber dann haben wir seine Flotte am Hals, ne? 110 Tage. Okay, wisst ihr was? Wir machen das. Und jetzt mache ich die Augen zu und esse erstmal ein ruhig Abendbrot.